Heute habe ich für euch ein Faktenvideo über Ghibli. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass dieses Video gesponsert wurde. Und zwar von Amino App, einer richtig tollen Social Media Plattform, wo Fans sich über verschiedene Dinge austauschen können. Es gibt tatsächlich so gut wie alles. Von Anime über BTS zu Spielen wie Clash Royale und Fortnite. Ihr könnt zum Beispiel Zeichnungen und Fanarts von euch hochladen, Ideen austauschen, Quizze erstellen und vieles mehr. Oh, wie cool! Es gibt echt viele Möglichkeiten. Ich kann es euch nur empfehlen. Mein Username in der Anime Amino App ist Sabrina Secretive und hier habe ich auch schon eine öffentliche Umfrage erstellt. Jetzt aber zurück zum Video. Fakt 1. Hayao Miyazaki, der Gründer von Ghibli Studios, war ebenfalls für die Entstehung von Heidi verantwortlich. Sein Bereich war damals die Erstellung von Szenenrahmen und Bildschirmzusammenstellung. Es geht aber nicht um Miyazaki. Also weg mit Heidi! Fangen wir an mit Prinzessin Mononoke aus 1997. Miramax Co-Chairman Harvey Weinstein war damals gerade dabei, das Meisterwerk Prinzessin Mononoke bearbeiten zu wollen, als er von dem Studio Ghibli eine Nachricht bekam. Er öffnete die Nachricht und fand lediglich ein Foto von einem Samurai-Schwert mit der Nachricht: keine Schnitte. Das hätte man vielleicht damals bei Pokito TV auch machen sollen. Fakt 2. Hier geht es um den Film Mein Nachbar Totoro. Ursprünglich sollten es nicht zwei Mädchen sein, sondern ein Mädchen. Die Namen von Mei und Satsuki bedeuten beide Mai. Und damit zu Fakt 3. Angeblich würde dieser Anime auf einen realen Mord basieren. Den Sayama-Zwischenfall, der im Mai stattfand. Ein kleines Mädchen wurde damals misshandelt und getötet. Daraufhin brachte sich ihre Schwester ebenfalls um. Die, die den Film kennen, denken sich erstmal, ja klar. Aber es gibt tatsächlich viele bedenkliche Hinweise wie Großmutter Ogakis Sayama-Tee oder die Tatsache, dass die Mutter der Schwestern im Sayama-Krankenhaus untergebracht ist. Worum geht es jetzt überhaupt? Genau, Mei und Satsuki würden im Film am Ende sterben. Was weist darauf hin? Es heißt, Totoro zeigt sich nur Kindern. Warum sieht ihn dann Kanta nicht? Zeigt er sich nur zu Tode verurteilten Kindern? Oder liegt es daran, dass Kanta etwas zu tun hat und nicht in irgendwelchen Wäldern spaziert? Als Mei verschwand, fand man einen Schuh im Wasser. Satsuki behauptet daraufhin, es wäre nicht Meis Schuh. Aber hier geht es nun los. Die Theorie besagt, Satsuki hätte es nicht wahrhaben wollen, dass Mei in Wirklichkeit ertrunken ist. Kurz daraufhin läuft sie weg, begeht Selbstmord und trifft auf Totoro, den Todesgott. In der Zeit sitzt Mei neben Statuen, die Shizuo darstellen. Und hier steht, Shizuo ist traditionell der Schutzgott der Kinder. Insbesondere der Kinder, die vor ihren Eltern sterben. Und er begleitet Seelen in die Unterwelt. Die Mutter sagt dann auch noch, sie hätte die Kinder gesehen. Der Vater sah sie allerdings nicht, weil die Mutter ebenfalls dem Tode nahe wäre. Außerdem haben die Kinder am Ende keinen Schatten mehr. Wie Geister! Ist diese Theorie wahr? Was sagt Hayao Miyazaki selbst dazu? Bullshit! Die Zeichner hatten einfach keine Zeit, um die Schatten zu zeichnen. Und außerdem folgt Fakt 4. Miyazaki schreibt keine fertigen Drehbücher. Er sagt, ich bin es nicht, der den Film macht. Der Film macht sich selbst und ich habe keine andere Wahl, als zu folgen. Hayao Miyazaki. Nur er selbst weiß also, wie der Anime enden wird. Die Mitarbeiter lassen sich überraschen. Warum? Für Drehbücher gibt es keine Zeit. Das erklärt einiges, zum Beispiel die wirre Story von Das wandelnde Schloss, wo der Titel Der wandelnde Schrotthaufen wohl eher passen würde. Aber nee, genau dazu gibt es ein Buch. Darf ich anmerken, dass Sophie am Ende nur ein Chaos wiedergutmacht, das sie selbst verursacht hat? Lass das Feuer in Zukunft doch einfach, wo es ist. Fakt 5. Man würde jetzt sagen, die Angestellten von Ghibli wären ja sehr arm dran. Aber das Gegenteil ist der Fall. Dem Studio ist es wichtig, dass die Zeichner entspannt sind. Daher gibt es jeden Samstag eine Massage und ein Nebenzimmer mit frei nehmbaren Essen. Lecker! Übrigens gibt es ein Ghibli-Museum mit Kurzfilmen, die außerhalb nie veröffentlicht wurden. Fakt 6. Gleichberechtigung ist für Miyazaki ein großes Thema. Bei Ghibli arbeiten fast genauso viele Frauen wie Männer. Und auch die Animes haben nicht nur den Helden, sondern oftmals eine Heldin, die zwar einen männlichen Unterstützer bekommt, aber grundsätzlich eigenständig handelt.
Fakt 7. John Lasseter, der Mann hinter Pixar, und Hayao Miyazaki von Ghibli sind gute alte Freunde. Lasseter war auch des Öfteren der Produzent für die englische Verfassung mancher Ghibli-Filme. Lange Rede, kurzer Sinn, in Toy Story 3 sehen wir Totoro. Hier sind Links zu zwei Videos, in denen ich vor kurzem mitgewirkt habe. Das erste Video ist eine Creepypasta von Hellsife German Creepypasta, mein Lieblings-Creepypasta-YouTuber. Und das zweite Video ist ein Was-Eher-Video mit Tieren. Viel Spaß beim Zusehen, ich hoffe, es geht euch gut, mir geht es super und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, bye!